Heute wird uns im Übungsbuch zu den nächsten 10 Lektionen von Christi Wiederkunft gesprochen. Was heißt das? Was ist Christi Wiederkunft? Das ist die Anerkennung des Christus in mir. Die Auferstehung des Christus in mir. Meine Heiligkeit. Oder auch die Anerkennung des Sohnes Gottes in mir. Zurückzutreten von meinem Film, von dem, was ich glaube, was ich bin. Die Sühne annehmen. Die Berichtigung meines alten Glaubens, dass Sünde und Schuld wahr sein könnten, das zu verlernen und Gottes Wort zu sprechen oder durch mich wirken zu lassen, den Christus auferstehen zu lassen. Mein Licht leuchten zu lassen, mich zu öffnen für die eine geistige Welt, dieser einen wahren geistigen Welt, der wirklichen Welt, den Schleier zu lüften. Die Wiederkunft Christi ist das Öffnen in mir selbst für die höhere oder scheinbar höhere Ebene. Für den Geist Gottes, von dem ich Teil bin, die auferstehen, mich zu erheben und zu erhöhen. Mich hingeben. Kapitulieren von meinem alten Denken. Mich mehr und mehr dafür zu öffnen, mich darin mehr und mehr zu beobachten, meine Widerstände aufgeben. Meine Abwehr, das ist ja die Kapitulation. Und ich komme mir selbst immer näher. Sprich, ich komme uns immer näher, dem einen Geist, dem All-Eins-Sein, diesem einsgesinnten Geist. Oder auch non-dual, non-dualen Geist. Diese eine Ausrichtung. Diese Klarheit und Reinheit. Christi Auferstehung ist dieses sich mit leeren Händen hinstellen. Vor dem jüngsten Gericht, das klingt so hart, als hätte ich was angestellt. Nein, ich habe nur vergessen. Und Gott will endlich seinen letzten Schritt tun. Und das jüngste Gericht, was wird es mir sagen?
dass ich unschuldig bin, willkommen bin, gerufen bin. Dass ich so heilig, so vollkommen, so geliebt und gesegnet bin. Es ist eigentlich mit Worten nicht zu beschreiben. Aber der stille Geist, dieser vergessene Gesang, erinnert dich. Und vielleicht muss ich noch mehr zurücktreten. Noch sanfter, liebevoller, vergebender auf alles schauen. Es wird mir ja gezeigt. Das Außen zeigt mir nur, wo ich noch im Widerstand bin. Und dafür dankbar zu sein. Dass mein Eigenwille immer mehr vergehen wird und ich mich mehr und mehr in Gottes Hände hineinvertraue, hinein entspanne, weil ich das bin, weil das so natürlich ist. Im Handbuch für Lehrer, die Eigenschaften der Lehre Gottes. Heute Nummer 8. Geduld. Geduldig sein mit mir. Natürlich geduldig sein mit mir. Harmlos. Bereitwillig. Unschuldig eben, vernünftig, so natürlich. Es fließen zu lassen, mein Lernen und Verlernen. Diese Urteilslosigkeit. Mir kein Urteil mehr aufzuerlegen. Das gibt's in Gott nicht. Und deshalb sagt mir das jüngste Gericht auch nicht, ja, du bist jetzt frei. Du bist ja unschuldig. Nein, es sagt mir, wie vollkommen ich bin. Weil es auch gar keine Schuld gibt. Wie vollkommen und herrlich ich bin. Gottes geliebtes Kind. Wir alle. Ich rede ja immer für uns alle. Und mir das immer wieder zu sagen. Jeden Tag aufs Neue. Mich wirklich mit Gottes Liebe zu identifizieren. Das ist mein Lernen. Und damit still zu gehen und hilfreich zu sein. Nicht zu wissen wie, einfach da zu sein. Der Moment zeigt es mir immer. Und der Moment zeigt mir auch immer meine Bereitwilligkeit. Wie sehr bin ich bereit, mich wirklich auf den Moment einzulassen? Oder will ich vielleicht gerade nicht hinhören oder hinschauen und Gottes Wort lehren? Und wieder nur das zu beobachten und mir kein Urteil aufzuerlegen, wenn ich mich erwische, dass ich wieder mein eigenes Ding fahre. Ich habe es ja nicht anders gelernt.
hier in diesem Film. Und mir das zu vergeben, das ist ja die Selbstvergebung. Und im Kurs in Wundern geht es die ganze Zeit nur um Vergebung. Letzten Endes um die Selbstvergebung. Ich vergebe mir nur selbst. All meine Gedanken, all die Bilder, die nicht der Wahrheit entsprechen, zu vergeben. Sie wirklich abzugeben. Letzten Endes das ganze Ego-Denksystem. Aber solange ich mich als Körper hier wahrnehme, werde ich das Denksystem Ego nicht verlassen können. Ich kann lernen, von der falschen Wahrnehmung in die wahre Wahrnehmung zu kommen, durch mein Schulen. Und dort mit Hilfe des Heiligen Geistes mich mehr und mehr zu öffnen für meinen, für unseren Heiligen Geist. Diese Wundergesinntheit, da wo ich keine Ahnung mehr habe, wo ich keine Kontrolle mehr habe, wo ich alles aufgeben muss. Da wo das Einssein auf mich wartet. Christi Wiederkunft, die Auferstehung. Der Ruf von der Liebe, großgeschrieben, zur Liebe, großgeschrieben. Der Ruf Gottes, nach seinem Sohn sich zu erinnern, einfach nur Liebe zu sein. Liebe zu geben und zu empfangen. Freude zu mehren. Und ich brauche mir keine Sorgen zu machen, wenn der Eierkuchen doch auch mal faulig schmeckt. Dann backe ich mir einen neuen. Lass das Alte los. Ich muss nicht daran festhalten. Und dennoch für Frieden und für Freude sorgen. Und das hat nichts mit Schönreden zu tun, das Alte zu verdrängen, sondern genau das Gegenteil. Alles kommen lassen und es in die Vergebung, in die Berichtigung geben. Und dennoch mit Freude und Dankbarkeit und Frieden auf mich zu schauen. Mir eben keinen Vorwurf mehr zu machen. Für den Mist, den ich vielleicht gerade wieder fabriziert habe. Es ist überhaupt nichts geschehen. Nichts ist bedroht. Ich bin niemals in Gefahr. Ich habe mich nur geirrt und es hat keine Bedeutung. Und jetzt darf ich eben nur sehen, wie viel Bedeutung ich dem gebe. Und jetzt will ich Bedeutung der Auferstehung, dem Großwerden geben. Meiner wahren Größe, meiner wahren Identität.
Und wie schön, wie liebevoll wir da alle darin sind. Alle gleichermaßen. Wie herzberührend, wenn ich bereit bin, mich dafür zu öffnen. Wirklich mein Herz, da wo Gottes Stimme wirkt, der Heilige Geist durch mich spricht, wirklich sprechen zu lassen. Und das funktioniert, wenn ich bereit bin. Und ich mich dem anvertraue. Wenn ich vertraue, einfach nur vertraue. Also, Christi Wiederkunft ist die Einladung an das Wort Gottes, mir nur letzten Endes von Gott zu sprechen. Und das heißt, von der Liebe und dem Frieden. Das zu geben, alles andere folgt nach. Die ganzen Eigenschaften sind ja darin enthalten. Deshalb brauche ich mich um nichts kümmern. Geschehen lassen. Durch meine Bereitwilligkeit. Was ja auch Vertrauen ist. Und das brauche ich scheinbar sehr. Vertrauen. Damit ich in die Erfahrung komme. Ich mich loslasse für die Erfahrung. Für die Erfahrung im Einssein, in dieser Liebe, in diesem Getragensein. Dass der Bruder dich niemals verlässt. Auch wenn er vielleicht die Körperhülle ablegt. Im Absatz 5 steht, bete darum, dass die Wiederkunft bald sein möge. Doch lass es darauf nicht beruhen. Sie bedarf deiner Augen und Ohren, Hände und Füße. Sie bedarf deiner Stimme. Am meisten aber bedarf sie deiner Bereitwilligkeit. Lass uns frohlocken, dass wir Gottes Willen tun und uns in diesem heiligen Licht vereinen können. Siehe, der Sohn Gottes ist eins in uns. Und wir können der Liebe unseres Vaters durch ihn erreichen. Eins in uns, in der Liebe des Vaters vereint. Und wird es Tränen hervorbringen, so wird Gott selbst deine Tränen abwischen. Es sind Tränen der Erlösung.
die dich weich machen. Und das einfach geschehen lassen. Ich muss nicht wissen, warum jetzt Tränen kommen. Wer will das wissen? Das kommt wieder nur aus meinem Verstand. Geschehen lassen und es wird mir gezeigt werden. Und früher oder später werde ich sowieso verstehen. Ich muss mich um nichts kümmern. Und Gott selbst wird alle Tränen abwischen. Alle Tränen, die schon gekullert sind, hat er ja schon getrocknet. Die Tränen sind so reinigend. Vater, wenn ich nicht urteile, kann ich nicht weinen. Wozu auch? Noch kann ich Schmerz erleiden. Oder das Gefühl haben, ich sei verlassen. Oder werde in der Welt nicht gebraucht. Hast du diese Gedanken, dass du nicht gebraucht wirst? Dass du allein sein könntest? Dass dich niemand hört? Glaubst du sie immer noch? Das muss ich wirklich aufhören, ne? Solche Gedanken zu denken. Weil das nicht die Wahrheit ist. Und da muss ich ganz klar sein. Und wenn es noch so versteckt, so sehr im Unbewussten scheint. Es wird sich zeigen, wenn ich bereit bin, da wirklich das loszulassen. Da ploppt ja scheinbar immer wieder mal was auf. Aber ich muss es berichtigen. Niemand ist alleine. Alle sind gerufen. Ein jeder ist gerufen. Du wirst gebraucht. Du bist der Teil von mir. Du bist Teil meines Films hier. Meines Lebens hier. Sonst fehlt mir ja was.
Es wird ein jeder gebraucht für die Erlösung. Es ist ein Geist. Und dem will ich mich nicht mehr verwehren, weil ich sonst nur Störung verursache. Und das möchte ich nicht mehr. Meine Abwehr verursacht nur Störung. Mein Weghören und Wegschauen. Das will ich nicht mehr. Das will ich wirklich konsequent abgeben, berichtigen, verlernen. Damit ich einfach da bin, hier in diesem Moment, noch mehr da bin. Weil das wirklich die Augenblicklichkeit der Erlösung ist. Der heilige Augenblick, die heilige Beziehung jetzt und mich dafür zu öffnen. Wirklich das Urteil über mich abzulegen. Und wieder nochmal ablegen. Ich sehe, wie weitreichend es sein kann. Okay. Ich schaue hin und verzeihe mir das. Und bemerke, oft bemerke ich, dass es nur die Gedanken sind, die mir Angst machen wollen. Alte Gedanken. Durch alte Erfahrungen noch irgendwie schwirren sie in mir herum. Und das echt, nee. Ich bin hier und jetzt. Nur hier und jetzt. Ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin nicht meine Geschichte. Ich bin nicht diese Emotion. Ich bin mir nicht hilflos ausgeliefert. Ich habe alle Fäden in der Hand und ich entscheide. Und ich entscheide jetzt, mich für Gott zu öffnen. Sämtliche Urteile wegzulegen, so gut ich eben kann. Dies ist mein Zuhause, weil ich es nicht beurteile. Und daher ist es nur das, was du, Vater, willst. Ich bin in Gott zu Hause, hier und jetzt. Und da kann es kein Urteil geben. Keinerlei Gedanken von Sünde oder Schuld. Wenn das da ist, dann bin ich nicht zu Hause. Um das einfach nur zu sehen. Ah, okay, ich habe mich geirrt. Da liegt noch was im Weg rum. Da steht noch irgendetwas zwischen mir und meinem Zuhause in Gott. Lass es mich jetzt, heute, unverurteilt sehen, durch glückliche Augen. Welche die Vergebung von jeder Verzerrung befreit hat. Der klare Blick
Christi Sicht, die Augen der Vergebung. Dieser mächtige Heilige Geist, der da durch uns wirken will, über die ganze Welt hinaus, vergebend auf alles zu schauen. Das ist der Ruf an dich. Und mir das beständig zu bewahren. Und nicht aufzugeben, auch wenn ich scheinbar immer wieder in diesem gespaltenen Geist da hin und her schwanke. Plumpse ich wieder rein in den alten Film und dann erinnere ich mich wieder. Es scheint ja so schwanken zu sein. Macht nichts. Es braucht nur die kleine Bereitwilligkeit. Wie ein Stehaufmännchen. Es geht ja auch um die Auferstehung. Und das tun wir ja, sonst wären wir ja gar nicht mehr hier. Jetzt würde ich ja hier gar nicht mehr sitzen. Und dafür gehe ich. Und dafür stehe ich auf. Auch wenn es sich manchmal scheiße anfühlt. Und das will ja dann eben wieder berichtigt werden. Und da will ich nicht dran hängen. Mich genauso liebevoll anzuschauen. Das ist ja nicht im Außen. Es geht ja um die Innenschau. Das Außen verführt mich immer so. Und dann bin ich immer in diesen Ebenen verwechselt. Es geht immer um die Innenschau. Mich einschließlich vergebungsvoll betrachten. Mir selbst die Hand zu reichen. Und das tue. Lass mich deine Welt, Vater, statt meiner sehen. Die wirkliche Welt. Und alle Träume und alle Tränen, die ich vergossen habe, werden vergessen sein, denn ihre Quelle ist vergangen. Dann werden aus diesen Sorgentränen Freudentränen. Vater, jetzt, heute will ich über deine Welt nicht urteilen. Finger weg vom Urteil. Scheinbar eine mega Aufgabe. Warum stehe ich hier auf? Purzle ich schon gleich über das nächste Urteil. Das wird immer sanfter, immer liebevoller. Macht nichts, wenn ich noch an irgendeinem Urteil hängen bleibe. Es will einfach nur in die Berichtigung. Und irgendwann werde ich es einfach gar nicht mehr wahrnehmen, weil ich das einfach gar nicht mehr will. Weil es nur Störungen sind, die ich mir selber verursache.
Gottes Welt ist glücklich. Deine wirkliche Welt ist glücklich. Das ist deine Natur, glücklich zu sein. Unser wahres Sein ist glücklich sein. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Gott will nur mein Glück. Wenn ich da jetzt irgendeine Abwehr höre oder ein Fragezeichen, naja, dann das wirklich, nee, es ist wirklich so. Da will einfach nur noch mehr Vertrauen, noch mehr Vertrauen, noch mehr Hingabe. Ach ja, glücklich sein. Habe gar keine Ahnung, was das wirklich bedeutet. Macht nichts. Da ist ja schon Freude und Dankbarkeit. Und Lieblichkeit. Und schon so viel Ruhe. Naja, dann will ich davon noch mehr geben. Dann hat das scheinbar alte ja immer weniger Chancen, noch irgendwie sich da irgendwie vermischen zu wollen, was ja im Grunde nicht geht. Irgendwann bin ich so ausgerichtet, so erhaben, dass mein Geist so erhaben über all das erhält. Kann mit nichts mehr abhalten, nichts mehr verwirren. Da gebe ich einfach nur noch Frieden. Und da kommen wir mehr und mehr hin. Geduldig. Sanft. Im Vertrauen. Gottes Welt ist glücklich. Diejenigen, die auf sie schauen, können ihr nur ihre Freude hinzufügen und sie als eine Ursache weiterer Freude in ihnen segnen. Nur ich kann die Freude mehren. Und wenn sie mir gewahr ist, möge ich sie nähren. Und meinen Segen geben. Immer wieder bin ich gerufen, meinen Segen zu geben. Das erinnert mich ja gerade. Ach ja, Freude nähren, Liebe geben. Frieden ausdehnen. Es ist immer wieder das Gleiche. Ach ja, das kommt durch mich. Ja, ich bin gerufen. Oh, ich habe es gerade wieder vergessen. Ja, danke, dass ich mich wieder erinnert habe. Ich will mich nur für Gott öffnen. Nur für Gott. Den einen Weg. Gottes Wort lehren. Deiner Stimme folgen. Gott an erste Stelle setzen. Boah, was für eine Wohltat. Was für eine Auferstehung, Wiederkunft, Erinnerung. Wie mächtig wir sind. Wir weinten, weil wir nicht verstanden haben.
Wir weinten, weil wir nicht verstanden haben. Und jetzt verstehen wir immer mehr. Und zu erkennen, dass es ja nur mein Eigenwille war, der nicht verstehen will. Mein altes Denken, die Abwehr. Doch haben wir gelernt, dass die Welt, die wir sahen, falsch war. Und wir werden heute, wir werden jetzt auf die Welt Gottes schauen. Durch ruhige Augen, durch die vergebende Sicht, mit Augen der Liebe, Christi Antlitz, das so durch uns leuchtet. Danke, danke, danke. Der Frieden ist mit uns. Ja, danke. Da kann ich jetzt nur noch freuen. So liebevoll. Danke, danke, danke.